Hallo YouTube und konnichiwa! Endlich gibt es mal wieder ein Vlog-Video, wo ich euch einfach mal was erzähle. Und ich weiß, es ist schon lange her, es tut mir leid, wie das Leben so ist. Man hat halt immer auch viel anderes zu tun. Und diesmal möchte ich über ein ernsteres Thema sprechen, nämlich Ijime in Japan, also Bullying oder Mobbing oder wie man das auch immer nennen möchte. Ich habe da natürlich nur begrenzt selbst Erfahrungen gemacht. Ich war zum Beispiel nicht auf dem japanischen Arbeitsmarkt, kann also auch nichts dazu sagen, wie auf dem Arbeitsmarkt so das Thema ein Thema ist überhaupt oder ob es da sogar relativ unproblematisch ist. Aber im Schulkontext, ja, da kann ich schon ein bisschen was erzählen. Also ich finde, man hat schon gemerkt, es gab in der japanischen Schule so zwei Typen von Mensch. Sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädchen. Es gab sehr extrovertierte und laute, die meistens dann auch ein dickes Ego hatten und so die Klickenführer waren. Und es gab diejenigen, die ruhig und zurückhaltend waren. Ganz oft waren natürlich die ruhigen, zurückhaltenden auch eher so ein bisschen nerdy. Das waren dann die Gamer, die viel Comics lesen und nicht so viel mit dem anderen Geschlecht zu tun haben. Und es gab aber auch die lauten Wilden, die eigentlich auch ein bisschen nerdy waren, aber trotzdem besser integriert. Also ja, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber so ein bisschen klischeehaft war die Aufteilung schon. Und bei den Mädchen war es auch so, die ruhigeren, zurückhaltenden waren eher diejenigen, die Manga gelesen und gezeichnet haben und die lauteren, wilderen waren eher die, die Popmusik mochten und sich mehr aus Kleidung gemacht haben und so ein bisschen tussiger waren, würde ich mal sagen. Und ja. In meinem Fall war es so, ich bin ja eigentlich super nerdy und das haben die Japaner dann auch relativ schnell gemerkt und dann ging es auch recht schnell, dass auf einmal die ganzen coolen Kids eigentlich nicht mehr so mit mir befreundet sein wollten und da gab es dann schon zeitweise auch so Phasen in meinem Austausch, da wurde ich auch ein bisschen gemobbt so. Also man kann jetzt natürlich immer darüber debattieren, ob das einen Grund hatte oder berechtigt war oder halt auch nicht. Vielleicht war es bis zum gewissen Grad auch berechtigt, aber ich habe das zwar nicht so ernst genommen, aber gleichzeitig habe ich schon gedacht, wow, ja, eigentlich ist das ziemlich krass, was hier gerade passiert. Es war zum Beispiel so, dass ein Klassenkamerad von mir mit mir so rumgeflirtet hat, aber halt auch so richtig krasse Sachen gesagt hat, wie zum Beispiel, dass er mich irgendwie geil findet und halt so sexuelle Anspielungen und das war halt für mich schon so ein bisschen okay. Und zufälligerweise habe ich dann seine Freundin kennengelernt, die auf einer anderen Schule war. Und mit der bin ich als Zug gefahren. Deswegen habe ich die irgendwie kennengelernt. So, ach ja, du bist die Freundin von ihm. Okay, alles klar, krass. Und dann ist mir das halt passiert mit ihm und es war mir unangenehm und ich wollte das nicht. Und dann habe ich, weil ich ihm das so ein bisschen versucht habe zu sagen, aber es irgendwie nicht so richtig angekommen ist, habe ich es irgendwann seiner Freundin erzählt und habe gesagt, so, ey, dein Freund sagt unangebrachte Dinge zu mir und das finde ich nicht cool und ich verstehe das nicht und die hat ihm dann wohl Stress gemacht und er hat es dann seinen ganzen Freunden in der Klasse weitererzählt, dass ich seiner Freundin gepetzt habe, dass er solche Dinge zu mir sagt und das war doch nur ein Witz und ist ja voll uncool, das weiter zu sagen. Eigentlich ein riesen Gender-Thema und Harassment-Thema, wo es gut ist, dass ich so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe, aber die ganzen Jungs in der Klasse, oder zumindest diejenigen, die halt so in der Baseball-Club-Clique waren, also so, sagen wir mal, 20 von 25 Jungs, haben mich danach gemobbt, so ein, zwei Monate lang, und haben die ganze Zeit so Sachen zu mir gesagt wie stirb oder geh zurück nach Deutschland, also China und Deutschkeide und so Sachen, was halt eigentlich schon ganz schön ein starkes Stück ist. Ich habe das damals nicht so ernst genommen, weil ich gedacht habe, naja gut, die sind halt sauer auf mich, weil ich das jetzt verpetzt habe. Aber ja, also, boah, krass so. Ne? Heutzutage würde man es wahrscheinlich auf Facebook dann machen und würde den Leuten irgendwie Hasskommentare und Flaming und Trolling schreiben. Aber da haben die mir das halt ins Gesicht gesagt. Und alle nicht mehr mit mir geredet. Und ich meine, ich war meistens in der Mittagspause, habe ich meinen Festball ganz schnell gegessen und bin danach halt noch den Rest der Mittagspause raus zu meinen
so, ich will jetzt nicht sagen richtigen Freunden, aber irgendwie habe ich mich mit den Leuten aus anderen Klassen besser verstanden als mit den Leuten aus meiner eigenen Klasse. Und deswegen bin ich dann halt meistens aus meiner Klasse rausgegangen. Und dann habe ich mich natürlich auch nicht so krass integriert in meine eigene Klasse. Aber ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich im Rest der Schule eigentlich so ein ganz gutes Verhältnis hatte und die meisten mich irgendwie mochten oder mich interessant fanden und auch gute Gespräche mit mir geführt haben. Aber in meiner eigenen Klasse war es halt schon zeitweise so ein bisschen nicht so cool. Und dann war ja auch noch die Sache mit Matsuikun, der die Hosen runtergelassen hat, buchstäblich, wie ich in dem anderen Video erzählt habe. Könnt ihr hier sehen. Da. Und ja, das hat auch noch seine Kreise gezogen. Das hat wohl irgendwie eine andere Schülerin aus einer anderen Klasse, die das Stockwerk oben drüber war und dann irgendwie da so in unser Klassenzimmer gucken konnte, hat das wohl gesehen. Und die war richtig traumatisiert. Und es hat dann auch Gerüchte gegeben darüber und was da alles passiert ist. Also total verrückt. Zum Thema Mobbing auch nochmal allgemein. Da gibt es auch einen sehr guten, wenn auch sehr dramatischen und drastischen Manga namens Life. Falls ihr den nicht kennt, könnt ihr ihn euch unbedingt mal reinziehen. Der ist richtig gut, aber das ist auch echt schwere Kost. Und ich muss da regelmäßig weinen, wenn ich den lese, weil ich ihn halt richtig, richtig heftig finde. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das super realistisch ist, weil es halt schon sehr überzogen ist. Da geht es halt auch um Mobbing, aber so um richtig krasses Mobbing. Aber da sieht man auch, wie das in Japan oft funktioniert, wenn gemobbt wird. Also so der Klassiker ist halt einfach, dass man komplett ignoriert wird. Dass man isoliert wird, nicht mehr Teil der Gruppe ist und dass alle einen ignorieren und dann hintenrum so gehässige Sachen gemacht werden, wie, naja, die eigenen Sachen werden dann beschmutzt oder versteckt oder ja, so wie man das halt kennt, ne? Und allgemein würde ich sagen, dass in Japan tendenziell die Leute gemobbt oder geärgert werden, die anders sind, die sich nicht in das Schema des Kollektivs einpassen wollen. Und das Gute ist natürlich, dass gerade in so einem Umfeld mit Schuluniform oder sehr strenger Kleiderordnung, auch im Arbeitsleben ist es ja sehr streng dort mit Anzugspflicht und Kostümpflicht für Frauen, dadurch sieht man natürlich auch nicht so krass, ob jemand in seiner Freizeit oder von seinem Wesen her nicht in das normale Muster reinpasst. Das heißt, eigentlich ist es sogar ganz gut, weil ich hatte zum Beispiel auch einige Freunde, die mochten Visual K und Metal und so harte Musik. Aber ich hätte das nie gedacht, weil die so total normal aussahen. Und bei uns in Deutschland ist man das ja auch so gewohnt, dass die Leute, die so Subkultursachen mögen, das auch sehr offen nach außen tragen durch ihre Kleidung oder so. Und in Japan sieht man das halt nicht, weil man sieht die Leute ja auch meistens dann nicht in ihren Freizeitkleidern, sondern nur in der Schuluniform. Und dann, ja, war das eigentlich ganz cool, auch mal so diese Gegenperspektive zu haben. So, ach krass, du stehst ja auf totale Subkultursachen oder bist da totaler Nerd, aber du siehst gar nicht so aus. So. Und das fand ich schon eigentlich ganz cool. Nur, wenn das dann rauskommt und die anderen es halt eigentlich nicht cool finden, was natürlich auch sein kann, dann geht's halt los mit Mobbing. Und dann ist natürlich auch immer noch die Frage, was definiert man selbst als Mobbing? Eigentlich ist es ja dann schon Mobbing, wenn man selbst es blöd findet, obwohl die anderen es vielleicht gar nicht böse meinen. Was zum Beispiel auch passiert ist, für Japaner sehen wir Europäer alle gleich aus. Genau wie für uns Europäer Asiaten ja auch irgendwie gleich aussehen. Und alle Japaner haben in der Schule immer zu mir gesagt, dass ich genauso aussehe wie Avril Lavigne. Was einfach nicht stimmt. Ich sehe komplett anders aus. Aber dort haben mich alle Leute immer Avril genannt. Und das hat mich mega gestört, weil irgendwie, ich meine, ich habe nichts gegen Avril Lavigne, aber ich identifiziere mich auch so überhaupt nicht mit ihr. Und irgendwie, keine Ahnung, das war halt so eine unfaire Generalisierung, die einfach nicht okay ist eigentlich. Und nicht, dass ich da jetzt eine große Sache draus gemacht oder irgendjemanden deswegen gescholten hätte oder so, aber eigentlich sollte sowas nicht passieren. Das ist auch eine Form von Mobbing, wenn es der Person, die gemobbt wird oder die das abbekommt, unangenehm ist. Und gerade in Japan ist, glaube ich, sehr wenig Bewusstsein dafür, was eigentlich anderen Personen welchen Schaden zufügt. Weil manche Dinge sind doch in der Gesellschaft einfach normal oder nicht normal. Und dann ist es egal, was der Einzelne denkt, sondern immer das Kollektiv zählt.
Also es ist ein schwieriges Thema, das ist jetzt auch so ein bisschen ausgeartet, weil man merkt, ich habe da schon auch meine eigenen Werte, aber ich glaube, dass die japanische Kultur eher ein bisschen weniger Toleranz für den Einzelnen und die Ausprägung des Einzelnen und die Werte und so überhaupt das, was den Einzelnen ausmacht, hat. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ich glaube, es ist gut, wenn sie da noch offener werden und noch mehr dran arbeiten.